Ihnen allen vielen Dank für Ihr Interesse und für Ihr Kommen. Frau Mohr hat darauf hingewiesen, dass das Wort Schizophrenie ein eigentlich recht geläufiges Wort ist und ein Wort, das vielen Mitmenschen bekannt ist, auch vielen, die nicht mit der Psychiatrie zu tun haben, sei es als Betroffene, sei es als Angehörige, sei es als Mitarbeiter. Das Wort kommt häufig in den Medien vor, in der Presse, im Rundfunk, im Fernsehen, und gemeint ist häufig ein bizarres Verhalten von Menschen, ein Verhalten, das man sich nicht erklären kann. Viel zu oft wird in diesem Zusammenhang aber auch das Wort verwendet, dass es sich bei schizophrenen Menschen um gespaltene Persönlichkeiten handelt, um Menschen mit einem sogenannten gespaltenen Ich handelt. Das ist ein Märchen und ein Unsinn. Also wenn jemand Dinge tut, die sonst nicht zu seinem Charakter oder zu seinem Lebensweg passen, von einem schizophrenen Verhalten zu reden, ist schlicht eine falsche Anwendung dieses Wortes. Aber Sie werden schon von selber noch draufkommen, das ist ja der Zweck unserer Zusammenarbeit heute Abend, was es mit der Schizophrenie auf sich hat. Ich werde meinen Vortrag in mehrere Teile gliedern. Wir werden uns unterhalten darüber, was die Schizophrenie ist und wer sich besonders damit befasst hat, wie oft die Schizophrenie überhaupt vorkommt. Ist das eine häufige Krankheit, eine seltene Krankheit? Wie es zur Entstehung der Erkrankung kommt, ob es Menschen gibt, die besonders anfällig sind, die vielleicht besonders leicht krank werden, so wie man sich unter bestimmten Voraussetzungen eben auch besonders leicht eine Infektionskrankheit holen kann. Wir werden uns fragen, warum werden bestimmte Menschen unter Umständen krank und andere nicht, bei denen vielleicht ähnliche Voraussetzungen zu finden sind. Und letzten Endes wird es unsere Aufgabe sein, uns zu überlegen, was kann man dagegen tun. Unterlegt habe ich diese Texte hier, die ich Ihnen einfach sozusagen so zum Durchlesen gebe, ich werde sie nicht einzeln absprechen, mit einem Bild eines der gewaltigsten, muss man wirklich sagen, Schizophrenieforscher, ein Mann namens Emil Kreppelin, ein Deutscher, der im heutigen baltischen Raum gearbeitet und geforscht hat und vor etwa 100 Jahren diesen Begriff Schizophrenie geprägt hat. Das heißt, er hat ihn eigentlich nicht geprägt, sondern er hat die Symptome zusammengefasst, die ihm bei vielen schizophrenen Menschen, wie wir heute sagen, aufgefallen sind. Das waren Symptome, die das Denken betroffen haben, die die Wahrnehmung betroffen haben und die die Affekte betroffen haben. Das Denken ist uns allen klar, aber auch da gibt es unterscheidbare Bereiche. Es gibt das formale Denken. Damit meint man, dass Gedankengänge sowie Sätze einen gewissen Aufbau haben, eine gewisse Struktur haben, einer gewissen Logik folgen. Wenn diese Logik zerstört ist, wenn dieser Aufbau zerstört ist, dann spricht man von formalen Störungen. Das heißt zum Beispiel eine Störung, wenn jemand einen Satz anfängt und diesen Satz auf einmal, gestern habe ich gesagt, das ist ganz anders, diesen Satz auf einmal mit einem anderen Inhalt beendet. Eine inhaltliche Denkstörung ist für uns dann gegeben, wenn jemand im Denken Dinge produziert,
von denen wir wissen, dass sie eigentlich unmöglich sind, dass sie den Tatsachen überhaupt nicht entsprechen, dass sie sozusagen unwirklich sind, der Wirklichkeit nicht entsprechen. Also zum Beispiel, wenn jemand einen Wahn hat, dann ist das eine inhaltliche Denkstörung. Wenn jemand glaubt oder wenn ich glaube, dass ich Napoleon bin, fest davon überzeugt bin, dann ist das eben eine inhaltliche Störung meines Denkens. Die Wahrnehmung, also das Aufnehmen der Reize aus der Umwelt, sind eine der Hauptstörungen, die können übermäßig auf den Kranken eindringen, die Umweltreize. Das heißt, er kann nicht ausfiltern. Was heißt das? Wenn Sie hier sitzen und mir zuhören und sich mehr oder minder auf das, bevor Sie dann einschlafen, konzentrieren, was ich sage, dann spüren Sie momentan einmal noch nicht den Polster, auf dem Sie sitzen. Wenn ich Sie aber darauf aufmerksam mache, dass Sie auf diesem Sessel sitzen und auf dem Polster sitzen, dann spüren Sie ihn, obwohl Sie ihn vorher nicht gespürt haben. Sie haben ihn nicht gespürt, obwohl er da war, weil Sie sich nicht darauf konzentriert haben. Und Sie wissen, wenn ein Film fad ist, dann merkt man das am ehesten daran, dass man merkt, wie der Sitz ist und man fängt an herumzurutschen. Das heißt, man kann seine Aufmerksamkeit nicht einengen, nicht ausfiltern, was unnötig ist, was unwichtig ist, sondern es sind viele, viele Reize gleichwertig. Das führt zu einer schrecklichen Überforderung. Und qualitativ bedeutet, dass bestimmte Reize als geradezu quälend empfunden werden. Zum Beispiel Geräusche, zum Beispiel Licht, zum Beispiel Gerüche und so weiter. Affekte sind Gemütsverfassungen, wenn Sie so wollen. Die können unangebracht sein. Das heißt, jemand erzählt Ihnen eine todtraurige Geschichte, die ihn selber betrifft, ohne irgendeine Gefühlsregung oder vielleicht sogar mit einem echten Lächeln auf den Lippen. Diese Gefühle können auch völlig fehlen sein und sie können sehr zwiespältig sein. Und diese Zwiespältigkeit ist etwas, was ein anderer Schizophrenieforscher, der hier in der Nachbarschaft geforscht und gelebt hat, ein Herr Eugen Bleuler, ein Schweizer, auch etwa vor 100 Jahren, die er als etwas sehr, sehr Wesentliches gesehen hat und daraus den Namen Schizophrenie abgeleitet hat. Also was mit Schizophrenie gemeint war damals, war eigentlich dieses Nicht-zueinander-Passen von Gefühlsregungen auf der einen Seite und vom Mitgehen des Kranken, des schizophrenen Menschen mit diesen Gefühlen, das er also nicht kann und nicht herbringt. Eugen Bleuler hat übrigens in Pfäfers die Psychiatrie geführt und dort seine Forschungen betrieben. Und wer Pfäfers kennt, weiß, dass einem zur damaligen Zeit eigentlich kaum was anderes übrig geblieben ist, als dort zu forschen. Pfäfers liegt auf einer Bergkuppe im Schweizer Rheintal, da bei Bad Ragaz, und ist ein kleines Dorf, eigentlich man könnte sagen ein psychiatrisches Dorf. Es wurde durch Jahrzehnte nur vom Pflegepersonal und von den Patienten und von den Ärzten bewohnt. Und vor 100 Jahren nur mit Pferd und Wagen da hinaufzukommen, war natürlich schon eine Weltreise. Ein dritter ganz wesentlicher Forscher ist ebenfalls wieder ein Deutscher, Kurt Schneider. Er hat Symptome ersten Ranges, Symptomen zweiten Ranges gegenübergesetzt. Diese Symptome ersten Ranges haben heute noch, so wie einzelne andere Symptome, die Bleuler und Kraepelin beschrieben haben, eine große Bedeutung. Schneider hat vor etwa 50 Jahren, 60 Jahren sein Konzept entwickelt. Sie sehen hier einzelne Symptome, die Ihnen bekannt sind, vielleicht aus irgendwelchen Beschreibungen, nämlich dass schizophrene Menschen den Eindruck haben, dass ihre Gedanken
von anderen gehört werden können, dass sie wie über einen Lautsprecher in den Raum weitergegeben werden. Umgekehrt, dass Stimmen im Kopf gehört werden von fremden Menschen, häufig von Menschen, die man überhaupt nicht kennt und das nicht zuordnen kann. Das kann auch was völlig Unverständliches sein. Es kann kommentiert werden. Das Gefühl, dass der Körper von fremden Kräften beeinflusst wird, dass einem etwas sozusagen gemacht wird oder mit einem etwas gemacht wird. Dass einem die Gedanken weggenommen werden, aus dem Kopf sozusagen herausgezogen werden, aus dem Gehirn, die Gedanken fremd beeinflusst werden, sich ausbreiten können, so wie Stimmen. Und dann das Gefühl, einen Inhalt, den es in der Wirklichkeit nicht gibt, eben einen Wahn, sehr hautnah und sehr direkt mitzuerleben und darunter zu leiden. Schauen wir uns an, wie die moderne, die heutige Psychiatrie und die Weltgesundheitsorganisation die Schizophrenie definiert. Das Schema ICD-10 ist ein WHO-Katalog, ein Krankheitskatalog für alle Krankheiten, die es nur gibt. Die sind da genau definiert mit ihren Symptomen. Und das sind eben, was wir schon zum Teil kennen, dass Gedanken laut werden, Eingebungen, Gedankenentzug, Gedankenausbreitung, Wahninhalte, Wahrnehmungen, das Gefühl gemacht zu werden, die Stimmen und natürlich auch andere Formen von Halluzinationen, bestimmte Formen von Denkstörungen, und bestimmte Formen von Störungen des Bewegungsablaufes. Das heißt im Klartext, so wie jede andere Erkrankung, ist auch die Schizophrenie durch einen Katalog von Symptomen, durch eine Liste von Symptomen sehr, sehr klar definiert und recht eindeutig charakterisiert. Und Sie sehen auch, dass man hier gesagt hat, es gibt bestimmte Kriterien, die zusätzlich erfüllt sein müssen, damit man wirklich von einer schizophrenen Erkrankung sprechen kann. Das ist nämlich sehr wichtig, denn das, was wir hier haben, ist ja sozusagen das Lesebuch. Das ist sozusagen das Lehrbuch. Nun, ein Lehrbuch ist sehr wichtig, wenn man was lernen will, damit man sozusagen die Grundlagen hat. Aber die Wirklichkeit schaut immer ein bisschen anders aus als das Lehrbuch. Und es ist bei weitem nicht so, dass jede Krankheit dem Symptomenkatalog, wie ihn die WHO festhält, wirklich hundertprozentig entspricht. Es ist nicht so bei der Hepatitis und es ist nicht so bei, der Lungenentzündung und es ist eben auch nicht so bei der Schizophrenie. Und deswegen ist es halt wichtig, dass ein guter Arzt solche Krankheiten in verschiedenen Formen, schwach, stark, abklingend, entstehend, genau kennenlernt, um die Schattierungen auch einordnen zu können. Das ist bei der Schizophrenie gar nicht so einfach, das werden wir noch sehen. Wie häufig kommt diese Schizophrenie vor? Gott sei Dank relativ selten. Etwa 1%, das sind in Vorarlberg ca. 4.000 Personen, die Häufigkeit, in der Erkrankungsfälle pro Jahr dazukommen, liegt unter dem 1%-Niveau, liegt im Promille-Niveau. Das Problem bei der Krankheit ist, dass sie sehr früh beginnt. Sie beginnt in der Jugend, in der Adoleszenz, beginnt bei Männern deutlich früher als bei Frauen. Wir werden das dann noch auf einer Zeichnung sehen. Das hängt damit zusammen, oder man nimmt zumindest an,
dass die weiblichen Hormone, die Östrogene, einen gewissen Schutzfaktor in diesem Fall darstellen. Bei anderen Erkrankungen haben die Östrogene diesen Schutzfaktor nicht. Im Gegenteil, da können sie sogar beschleunigend wirken. Das sind die Gemütskrankheiten. Bei den schizophrenen Erkrankungen ist es so, dass wir diesen Schutzfaktor der Östrogene deutlich sehen können. Die Geschlechtsverteilung nämlich ist in etwa gleich. Das ist bei Männern und Frauen etwa gleich häufig auftretend. Diejenigen, die sich erinnern an meinen seinerzeitigen Depressionsvortrag, wissen, dass es bei der Depression ungefähr so ist, dass sie bei Frauen 3 bis 4 Mal häufiger auftritt als bei Männern. Es gibt aber noch ein paar andere interessante Dinge, nämlich dass in Ballungsräumen Schizophrenien wesentlich häufiger auftreten als in sogenannten ländlichen Strukturen und vor allem in diesen Ballungsräumen dort, wo ein schlechtes, soziales, bildungsmäßiges und damit auch irgendwo ökonomisches Niveau herrscht. Also im Klartext, wo unausgebildete arme Teufeln wohnen. Sie ist auch bei Migranten wesentlich häufiger als bei Nichtmigranten. Und letzten Endes ist es so, dass die Erkrankung auf der ganzen Welt zu finden ist. Es ist also nichts Spezifisches für eine bestimmte Kulturform und eben in allen Kulturen verbreitet. Das, was sich unterscheidet, sind die Warninhalte. Das unterscheidet sich, weil das etwas ist, was mit dem Umfeld der Leute zusammenhängt und auch mit der Zeit, in der sie leben. Als ich ein Student war oder ein junger Arzt war, habe ich am sogenannten Steinhof gearbeitet. Das ist diese große psychiatrische Klinik am Rande von Wien. Und auf der Spitze dieses Hügels war ein Radiosender, der in der Nacht mit diesen roten Lichtern wegen der Flugzeuge beleuchtet war. Und natürlich haben sehr viele Wahnkranke diesen Sender eingebaut in ihren Wahn und sind davon ausgegangen, dass sie durch diesen Sender gesteuert werden. Nach 10 Jahren, als das Fernsehen schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert hatte, hat sich das verschoben und sehr viele Menschen wurden durchs Fernsehen beeinflusst. Und als die Atomangst dann im Kalten Krieg sehr deutlich war, haben also sehr viele Leute gefürchtet, dass sie durch die Atomstrahlen beeinflusst werden. Jetzt sind es die Computer. Das sind also diese Inhalte, die unterschiedlich sind. Das ist aber an sich nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es sich um einen Wahn handelt. Das Inhaltliche ist lang nicht so problematisch. Wie schaut diese Häufigkeit im Vergleich mit anderen Krankheiten aus? Alzheimer kommt 2-mal so häufig vor, Multiple Sklerose 5-mal so häufig, der sogenannte jugendliche Diabetes ist 6-mal so häufig und eine relativ seltene Erkrankung ist aber immer noch um einiges häufiger als die Schizophrenie. Sie ist also eine Erkrankung, die Gott sei Dank, und das haben wir schon gesagt, nicht so wahnsinnig ins Gewicht fällt, aber sie ist für den Betroffenen unerhört zerstörerisch oder kann für den Betroffenen unerhört zerstörerisch sein, wenn sie in einer bösartigen Form da ist. Wenn wir uns anschauen, wie zwischen Frauen und Männern die Aufnahmsverteilung in psychiatrischen Krankenhäusern, in allgemeinen Krankenhäusern ist, dann sehen wir, dass die Männer da einer schönen Verteilungskurve folgen, mit einem Gipfel so ungefähr um das 40-50. Lebensjahr herum oder zwischen 35 und 45 und dass sie eben, wie wir gesagt haben, im Jugendalter mit dem Erkrankungsausbruch rechnen müssen. Entschuldigen Sie, die Frauen sind das jetzt. Die Männer zeigen also diesen hohen Gipfel im Jugendalter mit einer
deutlichen Linksbetonung dieser Kurve. Die Frauen haben eine schöne Verteilung über die Lebensaltersstufen hinweg. Also das, was wir zuerst angesprochen haben, diesen Schutzeffekt, den vermutlich die Östrogene geben. Wer ist unter Umständen noch gefährdet? Wir haben jetzt von jungen Männern als einer Zielgruppe oder jugendlichen Männern als einer Zielgruppe gesprochen oder haben die herausgefunden. Und wenn wir uns anschauen, wie schaut es aus, wer bekommt eine schizophrene Erkrankung besonders leicht, besonders häufig? Das sind einmal Kinder, bei denen beide Eltern schizophren erkrankt sind. Das sind eineiige Zwillinge, bei denen eben Schizophrenie diagnostiziert wird. Und sozusagen abgeschlagen im Mittelfeld sind die Kinder von schizophrenen Eltern, die sind, und zwar von einem Elternteil, dann, wenn ein Elternteil bei Brüdern und Schwestern schizophren ist, und das sind gleichgeschlechtliche, zweieiige Zwillinge, die da besonders gefährdet sind. Aber viel weniger als Kinder von zwei schizophrenen Eltern und Zwillinge, bei denen Schizophrenie diagnostiziert ist. Diese Daten lassen uns vermuten, dass die Erkrankung, der Ausbruch der Erkrankung oder die Grundlage der Erkrankung auch etwas mit der Vererblichkeit zu tun hat. Und so ist es auch. Wobei wir aber durchaus sagen müssen, diese Vererbung allein, so wie beim Krebs, ist noch lange nicht alles. Es hängt auch sehr wohl von Umweltfaktoren, von der Lebensführung ab. Und Sie haben zuerst zum Beispiel gehört, dass Ballungsräume und sozial sehr geschwächte Menschen sehr anfällig sind. Das ist auch mit anderen Faktoren so. Wir finden sehr häufig schizophrene Erkrankungen bei Menschen, die in den Wintermonaten geboren werden. Warum das so ist, ist absolut unklar. Wir haben über das städtische Milieu gesprochen. Wir finden bei Infektionskrankheiten, nämlich der Mutter, wie Grippe, Atemwegserkrankungen, Röteln und Infektionen des zentralen Nervensystems, eine Häufung von schizophrenen Kindern. Wir finden bei Müttern, die schweren Verlusterlebnissen in der Schwangerschaft ausgesetzt waren, eine Häufigkeit von schizophrenen Kindern. Wir finden bei Geburtskomplikationen eine Häufigkeit von schizophrenen Erkrankungen im späteren Leben und die Familiengeschichte, die familiäre Neigung, die Erkrankung auszubrüten, zu entwickeln, haben wir sozusagen als den überwiegenden Belastungsfaktor, mit dem zu rechnen ist. Es gibt nun verschiedene Versuche, möglichst früh herauszufinden, wer ist gefährdet für diese Erkrankung. Das hängt damit zusammen, wir werden darauf noch zu sprechen kommen, dass doch in etwa 30% aller Menschen mit schizophrenen Krankheiten man diesen Menschen nicht gut helfen kann und dass die Erkrankung dann einen fortschreitenden Verlauf nimmt, der einhergeht mit einem fortschreitenden Abbau, Zerfall der Persönlichkeit.
Fast immer ist es aber so, außer in besonders günstigen Verläufen, das gibt es auch, außer in besonders günstigen Verläufen werden sehr, sehr viele Menschen invalidisiert werden, was also bei Menschen, die junge Männer am Anfang ihrer Ausbildung, am Anfang ihres Lebensweges stehen, natürlich etwas besonders Tragisches ist und das muss man auch sagen, etwas, was natürlich besonders kostenintensiv ist. Wir haben schon gehört, beide Eltern erkrankt, stellen ein sehr hohes Risiko dar, über 35%. Kinder mit allgemeinen Charakteristika, wie sie sonst in einer Bevölkerung auftreten, von verheirateten Eltern weniger, Eltern, die arbeiten, weniger, Eltern, die in Ausbildung stehen, etwas mehr, soziale Schicht des Vaters, die Unterschicht und ein Faktor, der sich in den letzten 20 Jahren ganz massiv bemerkbar gemacht hat, der Drogenmissbrauch und da vor allem der Cannabismissbrauch. Es gibt nun Symptome, Veränderungen, die, wenn sie einem Arzt auffallen, eigentlich dazu führen sollten, oder wenn sie Eltern auffallen oder Lehrern auffallen, eigentlich dazu führen sollten, einen Jugendlichen mit diesen Symptomen, mit diesen Krankheitszeichen bei einem Fachmann vorzustellen. Das sind eindeutig psychotische Symptome, also Symptome einer Geisteskrankheit, einer Geistesveränderung, die nur Stunden dauern können, bis zu einigen Tagen und dann auf einmal wie weggeblasen sind. Das sind Empfindungen, die den Charakter von Halluzinationen haben, das heißt also Wahrnehmungen von Dingen, die es nicht gibt. Also jemand sieht irgendeine Erscheinung, aber es ist nichts da, oder er spürt ein Laufen irgendeines Insektes, aber es ist nichts hier, oder er hat den Eindruck, auf einmal sein Bein würde kürzer werden, aber das ist nicht der Fall. Bizarre Ideen, Beziehungsideen, Körperbezogenheit in der Dauer von längeren Zeiträumen. Gerade allerdings diese Dinge, die ich Ihnen hier jetzt zuletzt gesagt habe, werden bei all jenen von Ihnen, die halbwüchsige oder erwachsene Kinder haben, Erinnerungen wachrufen, dass viele dieser, schwierigen Verhaltensweisen durchaus in der Pubertät bei nicht kranken Menschen auch auftauchen können. Und das ist das große Problem. Wir sehen, dass zu einer gewissen Zeit der Gehirnentwicklung, denn die Gehirnentwicklung ist erst abgeschlossen mit etwa 18, 20, dass zu einer gewissen Zeit der Gehirnentwicklung, also so um die 13, 15 herum, sich viele, viele Bezugsrahmen von jungen Menschen verändern. Und zum Teil für Zeiten in einer Art und Weise verändern, die uns nicht nachvollziehbar sind. Den Eltern nicht nachvollziehbar sind, den Lehrern nicht, auch Freunden nicht nachvollziehbar sind. Das Ganze ist aber vorübergehend und problemlos. Also wann soll man was ernst nehmen? Und das ist die große Schwierigkeit, denn es geht darum, wie bei jeder anderen Krankheit ist es, je früher man die Krankheit ordentlich in den Griff kriegt, desto besser sind die Chancen. Und je verschleppter was wird, desto schwieriger ist es für den Arzt wie für den Patienten, damit umzugehen. Das ist bei einer Lungenentzündung genauso wie bei einer schizophrenen Erkrankung.
von dieser Risikogruppe weiß man, dass, wenn solche Veränderungen auftreten, etwa 15-30% innerhalb eines Jahres eine Geisteskrankheit, eine Psychose entwickeln. Aber umgekehrt muss man sagen, 70-80% tun das nicht. Und das ist eine der ganz großen Schwierigkeiten der Jugendpsychiatrie und das ist eines der Probleme, die weltweit ganz großes Forschungsinteresse haben und wo sehr, sehr viel Geld hineingesteckt wird, herauszufinden, wie können wir die Treffsicherheit unserer Prognosen erhöhen, wie können wir also wirklich sagen, wenn ein junger Mensch diese und jene Symptome zeigt, dann ist es ziemlich sicher so. Nicht, wie wir es hier haben, mit einer maximal 30-prozentigen Wahrscheinlichkeit, was immerhin schon auch etwas ist. Nicht? Weil wer von uns würde nicht Lotto spielen, wenn man ihm sagen würde, du, mit einem von drei Lottoscheinen wirst du einen hohen Gewinn machen. Nicht? 30% ist ja nicht so wenig. Wir haben über die Umweltfaktoren gesprochen. Ich möchte da nur das Cannabis herausnehmen. Das heutige Cannabis, also das heutige Haschisch, ist nicht jenes, wie man es vor 50 Jahren, vor 30 Jahren, vor 20 Jahren und auch noch vor 15 oder 10 Jahren hatte. Das hängt damit zusammen, dass natürlich auch mit Cannabis gezüchtet wird und experimentiert wird. Und nachdem Cannabis letzten Endes ein finanzieller Faktor ist, versucht man, möglichst gewinnbringende Pflanzen zu ziehen, das heißt, die ein hohes Konzentrat an Cannabinoiden, an Tetrahydrocannabinol enthalten. Und die heutigen Pflanzen enthalten um etwa 15 bis 20 Mal mehr als jene vor früher. Das bedeutet, dass besonders anfällige junge Menschen ihren Gehirnstoffwechsel durch den häufigen Cannabisgenuss heute in einer Art und Weise kaputt machen, die Störungen hervorrufen, die von schizophrenen Krankheiten nicht zu unterscheiden sind. Auch im Problem der Behandelbarkeit nicht zu unterscheiden sind. Und es ist leider Gottes noch immer viel zu häufig, dass wir junge Menschen mit 18, 19, 20, 21 berenten müssen, weil sie nicht fähig sein werden, jemals einem Beruf nachzugehen. Aus diesen Zusammenhängen. Was die Migration anlangt, so ist das ein ähnlicher Faktor wie die Östrogene sozusagen. Wir wissen, dass Migration eine Rolle spielt, aber wir wissen noch nicht genau, warum und welche Rolle das ist. Das, was wir sagen müssen, in jedem Fall, ob nun Migrationshintergrund oder nicht, es unterliegen vor allem schizophrene Menschen einem leider Gottes stetigen Absinken in der Gesellschaft, in den sozioökonomischen Bezügen. Das hängt eben damit zusammen, dass die Erkrankung früh auftritt, eben in einem Ausbildungsalter, dass junge Menschen dadurch nicht oder schlecht oder nur teilweise ausgebildet werden können. Das hängt damit zusammen, dass es in unserer Gesellschaft ganz wesentlich ist, dass man sich durch Arbeit sozusagen ein Auskommen verdienen kann und eventuell dadurch, dass man besser oder mehr arbeitet, sich seine Situation verbessern kann, was beim schizophrenen Menschen nicht der Fall ist. Und das hängt auch damit zusammen, dass natürlich die Unterstützung, die die Gesellschaft letzten Endes berenteten Menschen erbringt,
auch abhängt davon, wie lange jemand gearbeitet hat oder nicht gearbeitet hat. Und bei jemandem, der eben schon so früh krank geworden ist und behindert wurde, dass er nicht arbeiten konnte, ist das eben nur ein ganz minimaler Betrag, vielleicht die Sozialhilfe. Daher dieses Absinken, auch wenn das Menschen sind, die vorher durchaus in einer angepassten und durchschnittlichen Lebensverhältnissen gelebt haben. Über Cannabis haben wir schon gesprochen, darauf gehe ich nicht ein. Etwas, was Sie wahrscheinlich noch interessieren wird nach diesem Dia über die verschiedenen Ursachen, wo wir auch die Infektionskrankheiten drinnen gehabt haben, ist eben eine Frage, spielen Entzündungen, spielen Infektionskrankheiten oder andere Entzündungen eine Rolle bei den schizophrenen Erkrankungen? Auch da gibt es Hinweise. Es gibt bei schizophrenen Menschen erhöht entzündungsfördernde Eiweißkörper im Blut und eine Verminderung von entzündungshemmenden Eiweißkörpern. Dann weiß man, dass Infekte der Mutter die Hirnentwicklung beim Fötus beeinträchtigen, verzögern, hemmen können. Und dann zeigen auch Tierstudien, dass diese Gehirnveränderungen zu Verhaltensstörungen bei den Nachkommen führen. Das sind relativ handfeste Hinweise. Ich habe Ihnen hier noch einmal diese verschiedenen Erkrankungsalter aufgezeichnet, die wir zuerst in der Kurve gesehen haben. Die Männer, die also da im jugendlichen Alter deutlich vor den Frauen überwiegen und die Frauen, die dann erst im höheren Lebensalter nachziehen. Nun, wenn wir uns das, was wir am Anfang gehört haben, ein bisschen überlegen, dann müssen wir sehen, dass wir bei der Schizophrenie verschiedene Anteile haben. Wir haben eben Symptome der Geisteskrankheit im engeren Sinn, eben die Denkstörung, die Halluzination, den Wahn. Wir haben Störungen im Bereich der Stimmung, die sehr häufig, aber bei weitem nicht immer so sind, dass sie ein Selbstmordrisiko darstellen. Warum ich sage nicht immer? Weil bei schizophrenen Menschen leider Gottes nicht selten auch ohne eine Stimmungsstörung es zu plötzlichen Selbsttötungshandlungen kommt. Und dann haben wir zwei Symptomfelder, die im Alltag eine ganz große Rolle spielen. Wir haben diese Störungen des Intellektes, sage ich jetzt einmal dazu, das heißt also der Fähigkeiten des Denkens, wenn Sie so wollen, und wir haben diese sogenannten Negativsymptome. Das ist das, was ganz am Anfang einmal unter anderem bei den Dias auch als Affektverflachung bezeichnet wurde. Das heißt, es wird den Menschen alles gleichgültig. Sie können sich weder für was begeistern, noch über irgendetwas ärgern oder kränken. Und dass das natürlich im Zusammenleben mit anderen Menschen entsetzlich störend, aber auch quälend für einen selber sein kann, das können Sie sich lebhaft vorstellen. Beim Wahn, um auf ein anderes Symptom zu sprechen, zu kommen, habe ich Ihnen gesagt, dass ein Wahn unter Umständen durchaus veränderbar ist und durchaus bezogen ist auf den soziokulturellen Raum, in dem sich jemand bewegt. Aber es gibt auch geschlechtsspezifische Eigenheiten. Sie sehen, dass Frauen beispielsweise häufiger einen Liebeswahn entwickeln, dass sie häufiger zu körperbezogenen Störungen wahnhafter Art führen. Der Größenwahn, das ist etwas, was den Männern obliegt. Das ist nicht unbedingt ein Krankheitszeichen, kann aber eines sein. Also das ist durchaus unterschiedlich, wie diese Dinge verteilt sind.
Man hat nun geschaut, manche dieser Symptome zuzuordnen bestimmten Hirnfunktionsbereichen. Und hat also gefunden, dass ein Teil des Gehirns, der Schläfenlappen, und ein tief im Gehirn liegender Kern, der sogenannte Mandelkern, besondere Bedeutung haben für den Umgang mit Gefühlen. Das ist also das, was wir auch beim schizophrenen Menschen bemerken, dass er eben sehr flach ist, mit Gefühlen oft nicht umgehen kann, die verkehrten Gefühle verwendet. Furcht wird als solche zum Beispiel nicht wahrgenommen, sondern wird sofort verarbeitet in das Gefühl, bedroht zu werden. Also nicht die Zwischenstufe ist möglich, sondern die hundertprozentige Bedrohung. Paranoid heißt der Verfolgungswahn, also man wird verfolgt, also es wird sofort die Verfolgung, der Angriff auf einen selbst verarbeitet, aber keine quasi Vorstufe oder Zwischenstufe. Schizophrene Menschen zeigen zwar weniger Gefühlsausdrücke, haben aber eine elektrophysiologische Messgröße verändert, den sogenannten Hautwiderstand. Und dieser Hautwiderstand, der geht parallel zu einer höheren Aktivierung dieses Kernes im Gehirn. Der arbeitet mehr, setzt unter Umständen damit Impulse frei, die im Gehirn schwieriger verarbeitet werden. Das ist eine Sache. Wir haben auch gesprochen darüber, dass intellektuelle Leistungen verändert sind. Im Alltag, wenn jemand nicht aufmerksam sein kann, kann er sich nicht konzentrieren. Wenn er das Arbeitsgedächtnis gestört hat, dann heißt das, er hat keine Gedankeninhalte, die er zu einer Problemlösung verwenden kann. Er kann sich nicht entscheiden oder nicht umstellen von einer Angelegenheit auf eine andere, tut sich sehr schwer. Auch das Langzeitgedächtnis ist betroffen, die verbale Ausdrucksfähigkeit und eben dann die praktische Umsetzung, wenn solche Problemlösungsstrategien im Gehirn entwickelt worden sind. Also alles Fähigkeiten, die ich eigentlich brauche, um mit dem Alltag gut zurechtzukommen. Ich muss also wissen, zum Beispiel, wenn ich in den Eiskasten schaue, muss ich Milch kaufen, muss ich Butter kaufen, muss ich eine Wurst kaufen. Das heißt, ich muss mich darauf konzentrieren können, was ist da und was ist nicht da. Ich muss mir das überlegen können, wie gehe ich das jetzt an, dass ich diese Sachen einkaufe. Das heißt, ich muss unter Umständen mir das Nachtgewand ausziehen und muss mich eben komplett anziehen, muss dann hinuntergehen zum Geschäft und, darf mein Geld nicht vergessen. Vielleicht ist es auch geschickt, ich habe eine Einkaufstasche mit, wenn es mehrere Dinge sind, die ich tragen muss. Alle diese Selbstverständlichkeiten sind für schizophrene Menschen überhaupt nicht selbstverständlich und sind im Einzelnen ein Problem, das er wie ein Puzzle zusammensetzen muss. Das heißt, letzten Endes auch, wenn er dann ins Geschäft kommt oder wenn sie ins Geschäft kommt, ist es vielleicht auch ganz schwer zu sagen, was er will. Und auch in einer Art vielleicht auch zu sagen, die von der Verkäuferin oder vom Verkäufer angenommen werden kann. Es ist ein Unterschied, ob ich zu der Verkäuferin sage, ich hätte gerne einen Liter Milch, oder ich sage, einen Liter Milch bitte. Das wird, wenn man den Menschen nicht kennt, der so spricht, wird es vielleicht in die falsche Kehle kommen. Wir wissen, dass bei den schlechten schizophrenen Verläufen die Leistungsfähigkeit des Gehirns
in einer dramatischen Art und Weise abnimmt, beginnend mit diesen Vorstadien im Jugendalter, in der Adoleszenz und dann im Krankheitsverlauf unter Umständen ganz schwierig werdend, mit günstigem Verlauf fast wieder das Ausgangsniveau erreichend und ansonsten einen dieser Mittelmaße einnehmend. Es ist nun so, dass leider Gottes ein hoher Anteil von schizophrenen Menschen ein geschädigtes Hirnleistungsvermögen haben. Das sind zwei völlig unterschiedliche Untersuchungen, die beide eigentlich die gleichen Resultate bringen im Vergleich zu einer gesunden Gruppe. Und wenn man sich schizophrene Menschen anschaut, die erst erkrankt sind, das sind diese lila Kurve, oder die chronisch erkrankt sind, dann finden wir auch da einen deutlichen Unterschied, der alle diese sogenannten kognitiven Bereiche eigentlich umfasst. Also Sie sehen hier, dass nach einer gewissen Erkrankungsdauer die Krankheit leider Gottes häufig schlechter wird. Nun ist es so, dass sich das natürlich auswirkt auf die Tätigkeit, die ein Mensch ausführen kann, erfüllen kann. Und wir sehen hier, dass Langzeitgedächtnis, Testungen, Testergebnisse des Langzeitgedächtnisses von schizophrenen Menschen, von denen die orange gezeichneten voll beschäftigt sind, die gelb gezeichneten teilweise beschäftigt sind und die blauen beschäftigungslos sind. Man würde sagen, es ist natürlich klar, aber wir haben es hier sozusagen schwarz auf weiß vor uns. Es kann sich halt jemand in einer Beschäftigung nur dann bewähren, wenn er die geistige Kapazität hat, mit diesen beruflichen Anforderungen umgehen zu können. Und wenn es nicht da ist, dann funktioniert es eben nicht. Nun konnten wir schon aus verschiedenen Details entnehmen, dass es sich bei den schizophrenen Erkrankungen um eine Gehirnkrankheit handelt. Wir wissen heute, dass es eine Stoffwechselstörung des sogenannten dopaminergen Systems ist, eines Neurotransmittersystems, das bestimmte Neurotransmitterarten, die man hier D1 bis D5 charakterisiert hat, umfasst. Das sind diese grünen Areale. Aber auch, und das ist eine Erkenntnis der letzten 20, 30 Jahre, dass die D3 und D5 Rezeptoren einer ganz kleinen Hirnregion, die aber von eminenter Bedeutung für Gedächtnis und Gefühl ist, dem Hypothalamus und dem Hippocampus, und weniger das, was man früher geglaubt hat, die sogenannten D1 und D2 Rezeptoren, aus den sogenannten Streifenkernen. Ein ganz neues Ergebnis habe ich Ihnen mit dieser roten Ellipse eingekreist. Es mehren sich die Resultate, dass auch das Kleinhirn, von dem man bisher gemeint hat, es hat eigentlich nur etwas mit unwillkürlichen Bewegungen, mit Haltung, Stellung des Körpers und so weiter, mit Motorik zu tun, es hat das Kleinhirn sehr, sehr viel mit schizophrenen Erkrankungen zu tun. Veränderungen des Kleinhirns drücken sich durch Störungen im Thalamus aus, durch Störungen, die dann sich in die Hirnrinde, in die motorische Gehirnrinde hinein fortpflanzen oder auch in die frontale Gehirnrinde. Also wo Entscheidungsprozesse, wo Überlegungsprozesse, wo abstraktes Denken und so weiter stattfindet. Das ist eine ganz große Überraschung. Es weiß noch niemand so ganz genau,
was fängt man damit an? Der Befund ist da und macht das Ganze nur noch komplizierter. Das, was wir wissen, ist, dass bei schizophrenen Menschen bestimmte Areale des Gehirns nicht so ausgebildet sind, wie sie ausgebildet sein sollen. Dass der mikroskopische Bau des Gehirns, vor allem der Gehirnrinde mit ihren vielen Nervenzellen, unterliegt einer bestimmten Struktur und wie Sie hier an dem Bild sehen können, einer gewissen Schichtung, die hier recht ausgeprägt ist, das ist die gesunde Kontrollgruppe. Bei gestörten Reifungsprozessen finden wir ein wesentlich inhomogeneres Bild und je gestörter der Reifungsprozess des Gehirns wird, desto inhomogener wird dieses Bild, das wir unter dem Mikroskop sehen. Wodurch kommt es zu dieser Störung? Zu dieser Störung kommt es dadurch, dass diese Nervenzellen in der Entwicklung des Gehirns nicht von vornherein an dieser Stelle sind, wo sie dann beim reifen Gehirn zu liegen kommen, sondern dass die von bestimmten Zentren, von bestimmten Bereichen her aus wandern. Dass sie also einen Weg zurücklegen in die Strukturen, das ist ein biochemisch gesteuerter Prozess, es wird der Nervenzelle sozusagen eine Spur gelegt, durch Vorläuferzellen quasi, und diese Nervenzellen wandern dieser Spur nach und bleiben am Ende dieser Spur dann dort, wo sie sein sollen. Und wir wissen, bei schizophrenen Menschen ist beispielsweise diese Wanderung der Nervenzellen gestört und damit auch diese Schichtung. Und wenn diese Schichtung gestört ist, dann weiß jeder, der vom Gehirn schon ein bisschen was gelernt hat, dass diese Nervenzellen ja da nicht wie die Einsiedler isoliert sind, sondern dass die vielfältig untereinander verbunden sind. Und dass über diese Verbindungen das Funktionieren von Nervenzellverbänden überhaupt erst möglich ist. Und diese Nervenzellverbände brauchen wir, um denken zu können, um fühlen zu können, um uns bewegen zu können und so weiter. Und wenn diese Verbände eben zerstört sind oder zu wenig ausgeprägt sind, dann funktioniert eben die Zusammenarbeit dieser Nervenzellen immer schlechter. Man kann nun mit den heutigen bildgebenden Verfahren, das ist ein Falschfarbenbild, also das schaut nicht so, in Wirklichkeit nicht so aus, und das ist sozusagen, sind errechnete Farben, kann man mit vielen Versuchspersonen ansehen, wo und wie stark ausgeprägt die Gehirnveränderungen bei schizophrenen Menschen sind. Die frühesten Defizite finden wir, rot ist, also lila ist eigentlich das stärkste, rot ist relativ stark, finden wir hier in diesem rechten Scheitelbereich und in einzelnen Arealen entlang dieser Kante der Hirnhälfte. Wenn wir es von oben anschauen, sehen wir, dass das rechts überwiegt. Und das ist jetzt die linke Seite des Gehirns. Und wenn wir uns 5 Jahre später dieselben Patienten anschauen, dann sehen Sie, wie diese Areale erstens zugenommen haben an Größe überhaupt, wenn wir uns nur das Rote einmal anschauen. Und dann sehen wir, wie zusätzlich sich die Farben verändert haben, also in Richtung einer Zunahme der Intensität. Das heißt also, dass diese Abbauprozesse leider Gottes weiter fortschreiten. Das ist ein anderes Bild, wo das etwas deutlicher hervorkommt. Es sind also vielfältige Faktoren, die vermutlich eine Anlage zur Schizophrenie verstärken, sodass bei, wie wir sagen, vulnerablen, bei empfindlichen Menschen
die Erkrankung leichter als bei anderen ausbricht. Wir haben dasselbe Muster, wenn wir das schon zuerst gesagt haben, wir auch bei vielen Krebserkrankungen, dass eine Anlage da ist, dass aber sehr häufig der Lebensstil eines Menschen dazu beiträgt, ob eine Krebserkrankung dann überhaupt entsteht und zum Ausbruch kommt. Was kann man tun? Ich sage das immer wieder und ich sage es auch jetzt. Sie müssen sich damit abfinden, meine Damen und Herren, dass die Medizin nur sehr wenig heilen kann, überhaupt. Die Medizin kann gerade ein paar Infektionskrankheiten heilen und kann gerade vielleicht ein paar Unfälle in dem Sinn heilen, wie einen Knochenbruch. Aber alles andere sind keine Heilungen. Denn wenn ich einen Prostatakrebs habe und man schneidet mir die Prostata heraus und kommt frühzeitig, Gott sei Dank, genug drauf, dass ich diesen Krebs habe, dann bin ich zwar diesen Krebs los, aber ich habe auch keine Prostata. Das ist keine Heilung. Und wenn ich einen Herzinfarkt habe und diesen Herzinfarkt gut überstehe und es ist die Narbe am Herz da und ich bin im Wesentlichen aber sonst beschwerdefrei, dann bin ich deshalb nicht geheilt. Denn die Narbe am Herz, die weniger widerstandsfähige, die weniger natürliche Stelle meines Herzmuskels, mit der muss ich leben und dort bleibe ich sozusagen anfällig. Oder ein Zuckerkranker, wenn er auch sehr genau und ordentlich sein Insulin spritzt und seine Diät hält, deswegen ist er nicht gesund. Er ist beschwerdefrei. Beschwerdefrei ist etwas unerhört Wichtiges. Das weiß jeder, wenn er einmal starke Schmerzen gehabt hat und eben gegen die Schmerzen was Ordentliches bekommen hat und die sind weg. Oder wenn man in einer fremden Stadt ist und auf einmal Durchfall bekommt, dann weiß man, wie wichtig das ist, dass man beschwerdefrei ist. Das heißt, bei den schizophrenen Erkrankungen können wir leider Gottes niemanden heilen. Aber wir können wirklich sehr viele Menschen heute sehr, sehr gut unterstützen und weitgehend beschwerdefrei erhalten. Wie viele andere Krankheiten ist die schizophrene Erkrankung eine chronische Erkrankung. Und eine, wie Sie gesehen haben aus den Andeutungen, die ich Ihnen bringen konnte, sehr komplizierte Erkrankung. Und sie braucht eine komplizierte Behandlung. Und es gibt eine ganz große Untersuchung, die wiederholt wurde und die von der WHO als die grundlegende Studie, was also den Umgang mit schizophrenen Erkrankungen anlangt, zitiert wird. Die sagt, nach einem Jahr nach schizophrener Erkrankung, nach Auftreten der Symptome, unter Placebo, also unter einem Scheinmedikament, bekommen 55% der Untersuchten einen Rückfall. Wenn ich diese Kranken mit einem Medikament behandle, dann bekommen nur die Hälfte, 20-25%. Einen Rückfall. Und wenn ich diese medikamentöse Behandlung kombiniere mit etwas, was wir jetzt aber für uns übersetzen wollen als Psychotherapie im weitesten Sinn, dann bekomme ich zwischen 2 und etwas über 20% Rückfälle. Und ich glaube, diese Zahlen sprechen für sich und nur um einer möglichen Frage in der Diskussion gleich zuvor zu kommen, ist denn das überhaupt zulässig, schwerkranken Menschen ein Scheinmedikament zu geben? Dann wissen vielleicht einzelne von Ihnen, die sich mit Medikamentennamen ein bisschen beschäftigen, dass das ein sehr altes
Medikament ist und diese Studie an sich auch eine alte Studie ist, aber man hat sie in dem Sinn wiederholt, als man in den 90er Jahren diesen Studienansatz komplett neu durchgerechnet hat mit neuen statistischen Verfahren und gesehen hat, diese alten Zahlen stimmen. Und das haben zwei verschiedene Gruppen gemacht. Jetzt hat diese Behandlung mit Medikament und mit Psychotherapie aber recht große Probleme. Die Erkrankung selbst ist, eben wie wir gesehen haben, nicht klar. Das, was wir sehen, und ich vergleiche das bei den Studenten in der Vorlesung immer mit der Tuberkulose, der Lungentuberkulose. Der Lungentuberkulose, solange man nicht gewusst hat, woher sie kommt, was der Zusammenhang ist, hat man nur gesehen, die Leute haben am Anfang Lungenentzündungen und Lungenentzündungen können jetzt tuberkulöse sein, können virale sein, können bakterielle sein. Alle machen das Bild einer Lungenentzündung, obwohl die Ursache eine ganz andere ist. Und das, was wir bei der Schizophrenie sehen, ist ein großer Topf von Symptomen, die sich ziemlich ähnlich sind, aber wir wissen nicht, was wirklich das Feuer unter diesem Topf sozusagen ist, also was wirklich im Einzelfall die Ursache ist. Wir müssen leider sagen, dass ca. 30% auf eine Behandlung nicht so gut ansprechen. Wir müssen auch leider sagen, dass die Behandlung eben eine andauernde Behandlung sein muss. Wir können heute mit Gewissheit sagen, dass man eine erste Episode auf jeden Fall mindestens ein Jahr behandeln muss, weil sonst die Rückfallswahrscheinlichkeit, Sie haben es gesehen, sehr, sehr hoch ist. Wir können heute mit Sicherheit sagen, dass eine zweite oder öftere Episode auf jeden Fall 5 Jahre lang behandelt werden muss, ununterbrochen. Woher kommt man auf diese 5 Jahre? Das ist ein irreführender Wert. Und zwar ist es deshalb irreführend, weil es keine Untersuchungen gibt, die länger als 5 Jahre die Kranken begleitet haben. Da hat man aufgehört. Die Erkrankung hat eine sehr, sehr hohe Rückfallswahrscheinlichkeit und diese Rückfallswahrscheinlichkeit wird eben akzentuiert dadurch, wenn Menschen ihre Medikamente absetzen, zu früh absetzen, reduzieren. Und wir haben etwas gesehen in Bezug aufs Cannabis, bis ungefähr 50% von schizophrenen Menschen haben zusätzlich ein Alkohol- oder Drogenproblem. Etwa 50% versuchen zumindest einmal eine Selbsttötung und zwischen 10 und 15% sind dabei erfolgreich. Wie behandelt man? Wir behandeln heute mit sogenannten atypischen Neuroleptika, heute sagt man dazu antipsychotischen Medikamenten. Das sind zum Großteil äußerst nebenwirkungsarme Medikamente, aber nebenwirkungsarm heißt nicht nebenwirkungsfrei, leider Gottes. Manche dieser Nebenwirkungen können unangenehm und problematisch sein. Es ist dann die Aufgabe des Arztes zu schauen, welches der verfügbaren Medikamente macht am wenigsten Schwierigkeiten. Das ist letzten Endes bei anderen Medikamenten auch so. Es ist bei den antipsychotischen Medikamenten möglicherweise etwas intensiver ausgeprägt. Jedenfalls sind die heutigen Medikamente, Gott sei Dank, um Potenzen besser als die Medikamente, die uns vor 20, 25 Jahren zur Verfügung gestanden sind. Sie sind auch auf wesentlich mehr Symptome sehr gut wirksam.
Das Zweite ist, dass wir wissen, dass besondere Therapiemaßnahmen wichtig sind und wichtig sein können. Ein Therapiebereich ganz besonders, die sogenannte Psychoedukation. Das ist etwas, was bei uns leider Gottes von der Krankenkasse nicht bezahlt wird und daher im Allgemeinen nicht angewendet wird. Wir verwenden es im Krankenhaus, aber das ist viel zu wenig. Das heißt, die kranken Menschen mit ihrer Erkrankung sozusagen vertraut zu machen, ihnen den Umgang mit der Erkrankung und mit den Medikamenten zu lernen. Nur, sie haben von diesen Störungen der Hirnleistungsfähigkeit gehört. Diese Lernprozesse sind nicht von Dauer. Die müssen immer wieder wiederholt werden. Es muss also ein Leben lang so ein Prozess quasi ablaufen, damit er einen Effekt hat und quasi haften bleibt. Er bleibt nicht haften, aber um zumindest etwas zu machen. Sehr häufig ist auch eine psychosoziale Betreuung oder ein psychosoziales Training notwendig. Als ich vor über 30 Jahren hergekommen bin, haben wir solche Dinge gemacht bei alten schizophrenen Menschen und auch bei alten anderen Menschen. Es waren damals Menschen im Spital seit 40, 50 Jahren, die eigentlich nicht im Spital hätten sein müssen. Und wir haben diese Menschen dann, die ja nur das Krankenhaus kannten, wieder dazu trainiert, wie gehe ich einkaufen, wie steige ich in einen Autobus ein, wie gehe ich auf die Post, um meine Pension zu beheben, solche Dinge. Und solche Trainingsschritte brauchen auch schizophrene Menschen und zwar auch wieder immer wieder, immer wieder, immer wieder. Die Medikamente greifen nun in den Nervenzellstoffwechsel ein. Wir können uns hier anschauen, wie sich diese Medikamente in einem Gehirn zum Beispiel verteilen. Und vielleicht noch ein kurzes Wort über die Begleitkrankheiten bei der Schizophrenie, die eben die Erkrankung komplizieren. Es sind psychiatrische Begleiterkrankungen, Depressionen, Suizid haben wir schon besprochen und der Substanzmissbrauch. Und es sind sehr häufig allgemein medizinische Erkrankungen, die aber sehr, sehr häufig nicht diagnostiziert werden oder viel zu spät. Weil eben schizophrene Menschen einen völlig gestörten und völlig veränderten Körperbezug haben. Und die Wahrnehmung eine ganz andere ist. Daher ist ein erhöhtes Todesfallrisiko vorhanden. Das Risiko für koronare Herzkrankheit ist verdoppelt und ein verdoppeltes Risiko für Zuckerkrankheit und für Stoffwechselerkrankungen. Da sehen wir von verschiedensten Autoren, wie Neuroleptika gegen Placebo, Sie sehen, das sind alte Untersuchungen, wie solche Wirkspektren aussehen. Neuroleptikum ist das grüne, Placebo die gelbe Säule und das sind die Zahl der Rückfälle unter den einzelnen Behandlungsrichtlinien. Hier sehen wir etwas ganz Interessantes, nämlich die Anwendung von sogenannten Depotneuroleptika. Das ist an sich etwas sehr Praktisches. Das sind Medikamente, die es auch heute in moderner Form gibt. Allerdings, leider Gottes, gibt es nur ein modernes. Das hängt mit den technischen Schwierigkeiten zusammen. Und zwei ältere, die noch am Markt sind, die, wenn sie aber gut und sachgemäß verwendet werden, wenig Probleme machen. Das sind Medikamente, die man nur im Abstand mehrerer Wochen als Injektion ins Gesäß nehmen muss. Man braucht also daher nicht dran denken, habe ich heute meine Tabletten schon genommen oder habe ich es nicht genommen.
Man ist auch unabhängig davon, ob man unter Umständen einmal einen Durchfall hat oder ähnliche Dinge. Und da sehen wir, dass die Rückfallquote unter den geschluckten Medikamenten im Vergleich zum Depot eben eine ebenfalls wesentlich höhere war, als wir das mit der Injektion erreichen können. Das hängt auch damit zusammen, dass der Medikamentenspiegel, also die verfügbare Menge des Medikaments im Körper, eine wesentlich gleichmäßigere ist. Was Ähnliches ist auch beim Insulin. Es gibt sogenannte Depotinsuline, die man eben für Basistherapien sehr gerne verwendet. Ja, ich glaube, ich mache jetzt Schluss. Danke vielmals.